Ich bin Brigitta, ich bin 64 Jahre alt und als ich meinen Mann kennengelernt habe, vor ja, über 40 Jahren, das erste Mal von Huntington gehört. Inzwischen ist mein Mann vor circa 8 Jahren diagnostiziert worden als Genträger und es waren auch dann schnell schon erste Anzeichen der Krankheit da. Und ich habe mein Leben, das ich mit ihm gelebt habe, immer gewusst, dass diese Gefahr über uns schwebt und habe mich auch darauf vorbereitet. Irgendwie habe ich gespürt, dass das irgendwann kommt. Der Vater hatte Huntington, den hatte ich auch noch gesehen. Wir kannten uns schon aus der frühen Jugend. Da war ich mal in dem Haushalt und hatte den Vater gesehen. Dann hatten wir ein paar Jahre keinen Kontakt. Und als wir uns dann wieder getroffen haben, war der Vater bereits gestorben an Huntington. Und mein Vater war gerade plötzlich verstorben an einem Herzinfarkt. Entsprechend hatte Huntington damals für mich nicht so einen Bezug zu Tod, weil ich hatte ja gerade ohne Vorbereitung meinen Vater viel jünger verloren, als mein Mann seinen Vater verloren hatte. Also es hatte für mich damals zwar einen Schreck, aber keine wirkliche Lebensbedrohung, sodass das auch keine Bedeutung für unsere Beziehung hatte. Ich wusste genau, dass natürlich ein Risiko für Klaus bestanden hat, an dieser Krankheit zu erkranken, aber es hatte für mich einen Schreckmoment, als ich es erfahren habe, weil es ja was so Seltenes, damals kannte man ja niemanden, der das hatte, aber es hatte für mich keine Bedeutung, weil ich hatte gerade meinen Vater ohne jegliche Erkrankung plötzlich verloren und das war meine erste Lebenskrise, die schien mir damals wesentlich bedeutungsvoller als das Schicksal der Huntington-Krankheit, weil das war irgendwie in weiter Ferne. Also zunächst mal waren wir ja noch sehr jung und haben erst mal gar nicht an Kinder gedacht, aber für mich war schon klar, dass ich Kinder haben möchte und wir sind dann sehr schnell, also ich glaube, mein Mann hat es mir mehr überlassen. Ja, ich habe gesagt, ich möchte auf keinen Fall Kinder mit dem Risiko haben. Und da hatten wir uns dann mit dem Gynäkologen ausgetauscht, also ich vor allem. Und der hatte uns dann zu einem Kinderwunschzentrum geschickt. Und dann haben wir das probiert, lange Zeit probiert mit Fremdsperma, ohne dass ich damals so richtig mir ausmalen konnte, was das für eine Zukunftsbedeutung gehabt hätte. Aber es war einfach der Wunsch, kein Kind dieser Gefahr auszusetzen. Es wäre dann vielleicht eine andere gewesen, aber das soweit hat man dann in der Jugend auch noch nicht gedacht. Aber mein Körper wollte das nicht, ganz offensichtlich, weil das hat trotz aller Bemühungen nicht geklappt. Und dann, noch bevor wir uns was anderes überlegen konnten, bin ich während einer anderen Hormonbehandlung schwanger geworden. Ja, und dann denkst du halt, das Schicksal hat das so gewollt. Und es wäre für mich nicht in Frage gekommen, abzutreiben. Also war klar, das erste Kind kommt und es kam und war ein gesunder Sohn. Und ja, mein Mann war der geborene Vater. Und dann war auch irgendwo klar, wir haben jetzt einmal dieses Risiko und das Kind soll nicht alleine bleiben. Wenn es uns vergönnt ist, dann haben wir noch ein zweites. Und das ging dann auch 2 Jahre später, kam dann die Tochter. Das Familienleben, das stand völlig im Vordergrund. Mein Mann war mit Sicherheit einer der glücklichsten Väter, die man sich vorstellen kann. Ich genauso. Und entsprechend waren viele Jahre eigentlich ja dominiert von junger Familie.
Aber mein Mann hatte einen sehr stressigen Beruf und entsprechend war er, also gut, das war er wirklich immer ein sehr hyperaktiver Typ. Und das lag dann, je mehr ich mich immer eingelesen habe in die Symptome der Krankheit, hat mich das natürlich immer beunruhigt. Ich habe immer gedacht, sollte das irgendwas damit zu tun haben? Aber es hatte ganz offensichtlich tatsächlich nichts miteinander zu tun erstmal, weil wir haben ja viele Jahre dann eigentlich sehr gut, sehr erfolgreich beruflich gelebt. Aber ich habe immer, also jedes Jahr, das weiß ich, so zum Jahresende kam immer wieder der Gedanke, lass uns noch ein gutes Jahr haben, lass nicht irgendwas passieren, dass ich denke, die Krankheit kommt doch. Also ich glaube, mir war das schon mehr präsent als bei meinem Mann. Der hat das verdrängt und das war sicherlich für ihn auch die richtige Art und letzten Endes hat mir das ja auch dann noch viele Jahre, bis die Kinder erwachsen waren, die Kraft gegeben, das alles gut zu begleiten. Wir haben darüber gesprochen, weil die Schwester meines Mannes erkrankt ist. Die war jünger, aber sie ist erkrankt, als mein Mann noch gesund war. Und die hatten ein kleines Kind, dessen Patentante ich war. Und da kam natürlich ganz oft das Gespräch auf. Ja. Wie geht es da weiter? Wie wird das? Wie können wir da unterstützen? Aber so über uns erstmal haben wir da, also es gab einfach keine Veranlassung. Man hat immer noch gehofft, dass alles gut geht. Und eigentlich richtig drüber gesprochen haben wir dann erst, als es ernst wurde. Also ich habe auch meinen Mann sehr lange bearbeiten müssen, bis er überhaupt bereit war, zum Test zu gehen. Die ersten Veränderungen waren eigentlich beruflich, aber das hätte alles auch Zufall sein können, weil er hat erstmal, da er sehr viel gearbeitet hat, hat man ihm auf einmal angemerkt, 14-Stunden-Tage, 12-Stunden-Tage, das geht nicht mehr so gut. Er kam manchmal fast auf Knien nach Hause, ja, also völlig körperlich erledigt. Und dann habe ich gemerkt, dass ihn auch die Herausforderungen bürokratischer Natur, er hatte ja viel Verantwortung, dass ihn das doch überfordert hat. Aber es ging noch, bis dann so Geschichten mit Mobbing kamen. Also er kam dann heim und sagte, ich werde da gemobbt, ja, also es war nicht konkret, aber er hat sich gemobbt gefühlt. Und dann bin ich natürlich hellhörig geworden und habe mir gedacht, okay, das waren dann seine zweiten Kräfte, die dann, also eine eigentlich besonders, die ihm da zugesetzt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, wie wäre es denn, mach doch einfach weniger Stunden, gib doch die Führungsverantwortung ab. Ich denke, dass ich da schon, also ich wollte einfach alles tun, damit es nicht wahr wird. Ja, ich habe gedacht, erstmal probieren wir jetzt noch, ihn zu entlasten. Vielleicht reguliert sich dann auch alles wieder. Und dann ist er in die zweite Reihe gegangen und hat eigentlich noch einige Jahre ganz gut arbeiten können. Dann wurde aber die Firma geschlossen und das heißt, er wurde nochmal arbeitslos? Er musste sich eine neue Stelle suchen, hat die auch gleich gefunden, aber es war schwer, nach einer halben Stelle wieder richtig einzusteigen. Und ich gehe davon aus, dass man auch in den Betrieben nicht verstanden hat, warum jemand, der so erfolgreich war, dann nur noch Teilzeit arbeiten möchte. Und da fing es dann an, dass er wieder anfing mit dem Mobbing. Zu Hause fand ich ihn unverändert. Also zu Hause gab es für mich noch keinen Anlass zu glauben, dass irgendwas sich verändert, aber eben beruflich. Und dann wurde er krank. Das war dann vor 8 Jahren. Und da habe ich gesagt, Klaus, wäre jetzt nicht der Moment, einfach der Sache ins Auge zu sehen und einfach einen Test zu machen. Wenn wir wissen,
Es hat andere Gründe. Du bist einfach, es ist dir alles zu viel. Dann fährst du eben noch ein bisschen runter. Wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Er war dann immerhin schon Mitte 50. Also er war nicht mehr ganz jung. Und ich habe immer Teilzeit gearbeitet. Also das hätten wir schon irgendwie, war mir klar, das schaffen wir schon irgendwie. Und ja, dann hat er eben den Test gemacht. Und da muss ich sagen, hatten wir uns gut vorbereitet. Also ich hatte für den Tag des Ergebnisses schon mit guten Freunden eine Auffangstation. Irgendwie nehme ich an, dass ich es im Unterbewusstsein geahnt habe, was rauskommt. Ja. Und es war dann auch für mich nicht der Schock, den ich erwartet hätte. Aber ich nehme schon an für Klaus, weil der fiel dann in eine tiefe Depression. Die hat auch lange gedauert und das war eigentlich fast bis jetzt unsere schwerste Zeit. Die ersten 2 Jahre, also auch noch mit der Rauslösung aus dem Berufsleben, bis das mal durch war und einfach so mit der Akzeptanz, jetzt verändert sich mein, also für ihn vor allem. Ich glaube, für mich war es fast damals eine Erleichterung, dass ich jetzt endlich wusste, worauf ich mich schon so lange vorbereitet hatte. Also ich habe mich da auch schon in Foren bewegt und mitgelesen und ich war vorbereitet. Die erste Zeit nach der Diagnose war in der Tat hauptsächlich für mich hauptsächlich deshalb schwer, weil ich nicht wusste, wie sagen wir es unseren Kindern. Wir hatten, das hatte ich bewusst gemacht, als meine Schwägerin erkrankt ist, habe ich bewusst über die Krankheit viel gesprochen. Also die Kinder wussten Bescheid, dass es diese Krankheit in der Familie gibt und dass die Tante daran erkrankt ist. Wir haben gesehen, was das für Probleme in der Familie bei der Tante mit sich gebracht hat. Aber die Kinder waren ja damals schon über 20. Das war wohl für die immer sehr weit weg. Und wir hatten ja auch nie gesagt, dass das bei uns zutreffen würde. Und ich habe aber befürchtet, dass das dann doch ein großer Schock ist. Und wir sind tatsächlich also ein halbes Jahr mit dem Vorsatz schwanger gegangen. Wie sage ich es meinem Kinde? Ich hatte große Angst vor dem Schock, den es bei den Kindern auslöst. Ich glaube, mein Mann war mehr mit sich beschäftigt. Also der hat zwar zugehört, wenn ich gesagt habe, aber klar, er war voll mit seinem Schicksal beschäftigt und wir hatten es damals natürlich auch noch nicht. Ich hatte es im engen Freundeskreis, war es schon bekannt, aber die wussten auch alle, dass die Kinder noch nichts wissen. Und ich habe einen Moment gebraucht, bis ich es erzählen konnte. Im Nachhinein haben die Kinder das Gefühl gehabt, es wäre viel länger gewesen, aber es war ziemlich genau ein halbes Jahr. Alina war wie vom Donner gerührt. Die konnte erstmal gar nichts sagen. Die hat mir auch das Gefühl gegeben, dass sie das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass sie bedroht sein könnte von dieser Krankheit. Also das war mein Gefühl. Und ich habe gesagt, ja, aber wir haben doch drüber gesprochen und es ist in der Familie. Aber es war Donner und wir waren ja fertig auch in dem Moment. Und das weiß ich noch, dass unser Sohn aufgestanden ist und uns in den Arm genommen hat und gesagt hat, wir schaffen das. Also das vergesse ich nie, weil sonst wäre ich, glaube ich, zusammengebrochen, ja, weil dass wenigstens einer jetzt noch irgendwie sieht, in welcher Not ich mich befunden habe oder wir uns befunden haben, das fand ich gut. Gut, er ist der Ältere, ja, und er hat es dann fertiggebracht zu sagen, wir schaffen das. Und das war auch für mich so, dass ich gedacht habe, ja, wir schaffen das, wir sind stark, wir können es schaffen. Also ich habe mein ganzes Leben lang schon sehr enge Freundschaften gepflegt. Ich habe auch ganz viele Freunde noch aus der Kindheit, die mich ein ganzes Leben lang begleitet haben. Und das ist
Gold wert. Also den möchte ich nicht missen. Und wenn ich mir heute für was Zeit nehme, dann doch immer wieder, das ist nicht ein permanenter Kontakt, aber da ist so viel Gewachsenes. Die kennen auch, wir sind sehr offen damit umgegangen, alle. Also bei uns gibt es niemanden, der nicht Bescheid weiß über die Situation und auch seit vielen Jahren schon Bescheid weiß. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass uns das gerettet hat, weil wir ganz viel, also wenn ich, natürlich muss immer der Betroffene, der, das musste ich auch lernen, ja, dass du auf die Leute zugehen musst, obwohl das dir sehr schwer fällt, weil du eigentlich jemand bist, der sich immer alleine geholfen hat. Aber jetzt ist es eben so, und das haben mir viele signalisiert, sag es einfach, dann sind wir da. Aber wir fragen natürlich nicht jeden Tag, und das ist ja auch richtig. Aber wenn, dann sind sie da. Und ich weiß auch, wie gut es ist, wenn das der Partner pflegen kann, weil der Betroffene selbst, also wenn ich jetzt von Klaus ausgehe, der hat sich erstmal völlig zurückgezogen über Jahre. Der hat auch Begegnungen mit Freunden gemieden, weil er das Gefühl hatte, die merken alle, dass er jetzt anders ist. Und er konnte natürlich auch Gesprächen nicht mehr so gut folgen und hatte dann Angst, dass er da irgendwo nicht gut angesehen ist. Also der hat lange Jahre große Probleme gehabt mit Treffen mit Freunden. Aber die Hartnäckigkeit, die ich an den Tag gelegt habe und die Freunde auch zum Teil an den Tag gelegt haben, hat halt dazu geführt, dass er heute eigentlich aufgeschlossen ist und wir ihn meistens überreden können, wenn jemand kommt, sich auch zu zeigen und nicht irgendwo zu vergraben. Und ist nicht einfach, nicht immer einfach, aber auf jeden Fall besser geworden als in den ersten Jahren, wo er sich wirklich fast versteckt hat, muss man sagen, ja. Der Alltag sieht so aus, dass ich im Prinzip jetzt wieder ein Kind zu Hause habe, das sich voll und ganz auf mein Management verlässt, sich da auch aufgehoben fühlt. Und natürlich, wenn ich ausfalle oder mal nicht funktioniere, hilflos ist. Ich habe meinen Alltag sehr straff strukturiert, damit ich wollte nie, ich habe mal früher gesagt, ich kann nicht gut ein Opfer sein. Ich will aktiv dagegen arbeiten und das funktioniert nur mit einem Huntington-Kranken, indem du ihm seinen Alltag strukturierst, ihm feste Aufgaben gibst, versuchst ihn so weit wie es geht halt mit dem, was er noch kann, mitzunehmen. Und dazu gehört zum Beispiel bei uns, ich wollte unbedingt immer weiter arbeiten, weil ich meinen Job liebe. Und das ein Stück Normalität für mich ist und ich da sehr glücklich bin. Also musste ich gucken, wie kann ich Klaus beschäftigen, damit ich überhaupt arbeiten kann. Und da hatte ich sehr früh schon eine Familientherapeutin an meiner Seite, die mir sehr viele wichtige und wertvolle Tipps gegeben hat. Und unter anderem auch, dass es eben in Mainz eine Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gibt, die dem Klaus zu Beginn der Krankheit die ersten Jahre noch eine Teilhabetätigkeit angeboten haben, ganz niedrigschwellig, aber wo er am Anfang 5 Tage die Woche, einen halben Tag war und nachher natürlich im Laufe der Jahre musste das reduziert werden und seit Corona wurde es dann noch mal schwieriger. Seitdem ist er jetzt nur noch 3-mal in der Woche in einer Tagesstätte, auch bei der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen. Aber das erlaubt mir dann eben jetzt mit Homeoffice noch immer noch meine 2 Bürotage zu machen. Und er braucht diese Struktur, er braucht die Menschen. Er hat festgestellt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die wesentlich weniger aufgefangen sind wie er. Das war für ihn, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, weil eine lange Zeit war er der Meinung, allen anderen geht's gut, nur er ist krank.
Und das war auch in der Familie ein Problem, also vor allem mit mir, weil ich immer gesagt habe, Klaus, du bist krank, ja, aber für uns ist das Leben auch nicht mehr das, was es vorher war. Das war schwierig für ihn. Also die ersten Jahre waren schwierig, dann habe ich es irgendwie geschafft, mir zu sagen, ich muss versuchen, wenn es ihm gut geht, kann es mir auch gut gehen. Ich darf nicht mehr dagegen aufbegehren und für mich ständig irgendwas einfordern, was er gar nicht mehr leisten kann. Ja? Das sind tausend Kleinigkeiten, wo du denkst, verflixt nochmal, da könnte er mich jetzt doch mal unterstützen. Es würde doch unseren Alltag erleichtern. Er kann es aber nicht mehr. Da habe ich am Anfang schon gekämpft, ja, und habe immer gesagt, dass, wenn du mir da nicht hilfst, dann schaffe ich das nicht. Inzwischen habe ich das aufgegeben. Ich habe es irgendwie geschafft, dass wir mit viel Humor die Sache angehen. Und da kriege ich ihn immer. Also mit irgendwelcher Strenge oder Vorwürfen kannst du ja bei Huntington gar nichts. Aber Humor, das habe ich auch bei anderen gesehen, funktioniert immer gut und mit viel, viel Geduld und Ruhe. Also man sollte selbst Stress minimieren für sich selbst. Da habe ich jetzt auch lange schon dran gearbeitet und bin da noch lange nicht am Ende meiner Arbeit. Aber damit bringst du Ruhe in den Alltag. Und ich weiß, die Therapeutin hat irgendwann mal zu mir gesagt, ihr Leben ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war, also stellen Sie auch nicht an sich diese Ansprüche. Und das sage ich mir öfter, ja, wenn es mal nicht so toll läuft und ich eigentlich denke, ich müsste jetzt viel mehr geschafft haben, oder dann sage ich mir, nee, es geht auch so. Wer es nicht versteht, der hat Pech gehabt, aber ich versuche jetzt, das in dem Rhythmus zu machen, den ich noch leisten kann. Gut, die Kinder haben sich nachher sehr um ihren Vater gekümmert, aber auch darauf geachtet, dass ich nicht zu kurz komme. Und dann kam die Situation, dass eben unsere Tochter unbedingt wissen wollte, ob sie Genträgerin ist. Bei unserem Sohn war das nicht so. Sieht es eigentlich so, wie ich es damals gesehen habe. Der hat zu mir gesagt, wenn ich sowieso nichts ändern kann, dann möchte ich es jetzt nicht wissen. Dann möchte ich jetzt das bestmögliche Leben leben. Und wenn es dann kommt, dann kann ich immer noch reagieren. Und so war es ja bei mir letzten Endes auch. Gut, wir konnten damals ja auch noch keinen Test machen. Es war unheimlich in den 80ern. Also die Diagnose, wir waren dann sehr früh schon bei der Beratung, die war, das ist mir noch im Nachhinein in Erinnerung, das war unheimlich. Da hast du wirklich gedacht, du bist auch ganz allein auf der Welt mit dieser Diagnose und da wolltest du die auch verdrängen. Also das war nichts, was mit heute vergleichbar ist, wo du gleich eigentlich eine Community hast mit Menschen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Ja, damals hast du das Gefühl, du bist ganz allein auf der Welt mit dieser Diagnose. Und letzten Endes hat er sich eben entschieden, das so zu machen, wie ich es damals gesehen habe. Ich glaube, wir haben das hingekriegt, ein sehr gutes Leben bis zum Wissen hinzukriegen. Aber jeder muss das für sich entscheiden. Und klar hätte ich mir gewünscht, ich müsste nicht wissen, was mit den Kindern ist. Aber nun hat sich eben unsere Tochter für das Wissen entschieden. Heute kann ich das annehmen und kann auch sagen, für sie war es wahrscheinlich der richtige Weg. Aber in dem Moment habe ich mir natürlich gewünscht, also ich sage immer, ich habe 4 Lebenskrisen gehabt und da war der Tag der Diagnose von Alina eben auch, das hat mich klar in ein tiefes Loch gezogen. Aber dann, da war ich kurz und dann habe ich gesehen, wie stark sie allein den Tag der Diagnose gemeistert hat. Und habe ich gedacht, jetzt kannst du nicht schwächeln. Jetzt musst du auch wieder stark sein. Du musst sie stützen und du bist eigentlich stark, also pack's wieder aus. Und ja, so wechseln wir uns immer ab in unseren Stärken und Schwächen. Es gibt
gute Tage, wo wir alle stark sind, und es gibt auch mal wieder Tage, wo wir alle schwach sind. Oder abwechselnd. Und dann können wir uns noch gegenseitig stützen. Wie gesagt, ich habe mich schon vor der Diagnose, gab es schon mal irgendeine Plattform? Das muss ja dann schon irgendwie in den 90ern gewesen sein. Da musste man sich irgendwie so einwählen, da gab es noch kein Facebook. Jedenfalls hatte ich mich da schon mal reingelesen und ich bilde mir ein, dass ich da auch schon von der Deutschen Huntington-Hilfe gehört habe. Und für mich war klar, ich will das nicht alleine durchstehen. Ich muss mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen. Ich muss zu einer Gemeinschaft gehören, die gemeinsam kämpfen. Ich kann auch alleine gar nicht so die Wissenschaft verfolgen. Ich brauche da eine Stelle, die mich da unterstützt, die mir Hilfeleistung gibt. Und das habe ich dann in der Deutschen Huntington-Hilfe gefunden. Ja, also sehr schnell bin ich da dann, was heißt sehr schnell? Doch, ich glaube, das ist jetzt einige Jahre schon, dass wir dann zu den Treffen der Selbsthilfegruppe in Mainz gegangen sind, am Anfang zusammen. Und dann hat sich immer mehr herausgestellt, dass es eigentlich vor allem für mich wichtig war. Und das hat sich ja nachher ausgeweitet, auch deutschlandweit. Und ich kann immer nur sagen, das ist eine große Hilfe, sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ich weiß auch, dass viele nicht das Glück haben, einen großen Freundeskreis zu haben. Bei uns geht es, also ich habe auch die Möglichkeit, mich da natürlich auszutauschen. Aber da muss ich ja viele auch noch aufklären, weil viele ja so viel gar nicht wissen über die Krankheit. Deshalb finde ich das auch toll, wenn das mehr bekannt gemacht wird. Und ich glaube, das gibt einem auch selbst ein anderes Gefühl, wenn man sich draußen bewegt mit einem Huntington-Kranken. Je kranker er wird, desto auffälliger wird er natürlich. Und ich habe immer das Bedürfnis, dann, wenn Menschen uns Blicke zuwerfen, die ich verstehen kann, weil ich schaue auch mal nach jemandem und frage mich, was hat er für ein Problem. Und da habe ich immer das Problem, ich muss mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen und muss ihnen erklären, was dahinter steht, weil ich mir wünschen würde, dass man das umgekehrt mit mir auch macht. Einfach damit der Blick ein bisschen geöffnet wird für alle Formen von Krankheiten, Behinderungen. Ich glaube, da ist man, solange man nicht betroffen ist, doch eher ignorant. Ich bin jemand, der mit so einer Diagnose nur sehr offen umgehen kann. Also ich habe ganz viel, wenn ich offen darüber geredet habe, bin ich immer wieder auf Menschen gestoßen, die mir irgendwie über fünf Ecken Tipps geben konnten, die mir Türen öffnen konnten, die mir Hilfsmöglichkeiten anbieten konnten. Also ich stelle es mir grausam vor, wenn man versucht, das zu vertuschen und wie es früher eben oft war, ja, dass man einfach nicht sich getraut, bei anderen drüber zu reden. Also wenn man das mal überwunden hat, ist das eine große Hilfe. Ich würde es nie mehr anders wollen. Ja, und dazu gehört ja eben auch, dass man sich engagiert in Selbsthilfegruppen oder selbst in der Deutschen Huntington-Hilfe, dass man einfach ja, den Leuten Mut macht, offen damit umzugehen, dass es keine Schande ist. Und dann stehen einem oft auch Hilfestüren offen, die man so nicht finden würde. Und dann, ja, Humor, den kann man leider nicht lernen, aber der hilft sehr. Man wünscht sich halt immer, dass man selbst lange gesund bleibt, um seine Lieben so lange wie möglich begleiten zu können. Da habe ich gerade manchmal, wenn ich höre, so wie ich jetzt mit meinen Reha-Plänen, und wenn ich dann höre, dass jemand sagt, das kann ich nicht organisieren, ja, dann denke ich, das dachte ich auch, bis ich dann tief gefallen bin und krank geworden bin. Und dann, spätestens dann weißt du, dass du niemandem nützt, dass es immer eine Möglichkeit geben muss, auf dich selbst aufzupassen, weil du sonst deine Lieben ganz früh allein lässt, viel früher. Und ich habe mich für unverwundbar gehalten,
mit meiner Lebenslust und meiner Lebensfreude, aber man ist leider nicht unverwundbar. Und deshalb kann ich nur jedem raten, ja, sich nicht zu schämen, wenn er selbst mal sagt, ich kann nicht mehr und ich muss mal was für mich tun. Das ist ja überlebenswichtig.